Hallo aus Halle 8a, wo ich mich heute am Stand der Leonhard-Kurz-Stiftung befinde. Mit mir hier sind Markus Hoffmann, Mitglied der Geschäftsführung, und Rolf Schmidtke, Projektleiter RecoSys 2.0. Herr Hoffmann, Nachhaltigkeit, ein großes Thema, nicht nur in der Verpackungsbranche allgemein, auch bei Leonhard-Kurz. Was genau bedeutet das für Ihr Unternehmen? Also zunächst mal ist unsere Mission, dass wir Produkte einzigartig machen wollen, sie ja emotionalisieren wollen. Und das wollen wir so darstellen und so ermöglichen, dass das ohne schlechtes Gewissen auch in Bezug auf Nachhaltigkeit möglich ist. Wie genau steht das in Relation im Kontext zu Ihren Produkten? Ja, zunächst mal kann man vielleicht auch ganz kurz zeigen, besteht unser Prozess daraus, dass wir mit einer Folie nur dünne Schichten übertragen, der Träger also nicht am Produkt verbleibt und zunächst mal von Natur aus das Produkt eigentlich recyclingfähig ist und wenig Materialverbund oder eigentlich keinen Mischmaterialverbund hat. Ja. Aufgabe bleibt natürlich aber am Ende trotzdem auch, um den Polyesterträger eine Lösung zu finden. Ja. Aber zunächst mal am Produkt verträgt sich die schon sehr gut und ich verbleibe dabei, die Mission muss ja zunächst mal sein, eine Wertigkeit ins Produkt zu bringen und dann im Nachhinein aber nicht Einschränkungen in der Nachhaltigkeit zu machen. Und ich möchte an der Stelle betonen, auch kein Greenwashing zu betreiben. Das wollen wir nicht tun. Das ist eine sehr wichtige Information, das ist nicht selbstverständlich. Herr Schmidtke, was bringen Sie denn vielleicht konkret zur Interpack mit an Produkten dahingehend? Worauf können Besucherinnen und Besucher sich freuen? Naja, das Konzept sieht jetzt so aus, dass genau das hier, was überbleibt, zurückgeht. Wir nehmen diesen Träger wieder zurück. Wir fangen damit an in Deutschland, werden das weiter ausrollen auf Europa und auch dann natürlich für andere Märkte, die in Asien und in Amerika liegen, Lösungen später anbieten müssen. Wie sieht es da mit der Trägerstärke, der Trägerdicke aus? Das ist sicher ein relevanter Punkt. Das geht parallel dazu und das geht Hand in Hand. Wir haben die Trägerstärken reduziert von 12 µ kommend auf 10 bis runter zu 6 µ. Und das folgt natürlich dem Gedanken, alles das, was ich von vornherein nicht in den Prozess reingebe, muss ich hinterher nicht recyceln. Das Zweite ist, dass sich die Eigenschaften dieser Folie durch die Reduzierung der Trägerstärken deutlich verändert haben. Wie wirkt sich das auf das Recycling selbst aus? Wie steht es da vielleicht auch mit Zertifikaten? Was ist da der Nutzen? Wir können den Kunden ein Zertifikat ausstellen, wie viel CO2-Emissionen erspart wurden, wenn man die Folien bei uns in den Recycling-Kreislauf gegeben hat. Mit diesem Zertifikat lassen sich die Scope-3-Emissionen sehr sauber nachrechnen und nachweisen, sodass unsere Verarbeiter und unsere Kunden für die OEMs dann auch entsprechende Zahlenwerke liefern können. Dann danke ich Ihnen beiden schon mal für diese Einblicke. Oh. Wir hätten noch eine kleine Anmerkung. Ja. Wir sind beide in Deutschland schon auf Tour gewesen, um das Programm vorzustellen. Man kennt uns von LinkedIn und wir wollen es nicht verpassen, an diejenigen, die uns schon kennen, auch zu sagen, zu erinnern, die der ein oder andere Tour geht weiter. Richtig? Daumen hoch. Dankeschön.